Hallo ihr Lieben, das gibt jetzt ein ganz kleines, spontanes Video, weil mir gerade ein Gedanke gekommen ist und ich gerade einfach echt neugierig bin. Das möchte ich natürlich gleich weitergeben. Es ist ja inzwischen hinreichend bekannt, dass ich mit Angstreitern arbeite. Also es geht nicht immer nur um die Angst beim Reiten, sondern auch beim Führen, beim Spazierengehen, beim Putzen, Bodenarbeit, ganz egal. Angstreiter ist halt nur der Begriff, der dem Kind einen Namen gibt. Und so die ersten Kontakte, die die Menschen mit mir aufnehmen, die dann passieren, sind tatsächlich so, Mensch, hast du einen Tipp für mich? Ich habe schon so viel gemacht und ach, aber irgendwie, und das, was du immer schreibst und sagst, das hört sich so toll an, aber hast du auch einen Tipp für mich? Und das finde ich ganz spannend, so dieses Tipp suchen, diese Hoffnung, den Tipp zu bekommen, der alles dann sich in Luft auflösen lässt. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und deswegen, ich habe da jetzt echt eine Frage an dich. Was ist der wichtigste Tipp, den du als Angstreiter jemals erhalten hast und den du mit anderen Angstreitern teilen möchtest? Also welchen Tipp möchtest du anderen weitergeben, weil er dich einfach unterstützt hat und dich weitergebracht hat? Finde ich mega spannend und bitte gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefällt, dieses kurze, knappe, mal einfach nur eine Frage gestellt, dann gib einen Daumen hoch, weil dann frage ich gerne öfters mal. Ich finde es echt spannend, weil ich da ganz viel aus eurer Welt erfahre und ja, ich bin gespannt auf eure Tipps. Wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Kanal beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.